Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier, dieses Video ist eigentlich eine Art Ankündigungsvideo und der erste Teil einer sehr großen Videoserie. Was habe ich vor? Ich hatte es ja schon in vielen anderen Videos teilweise euch gezeigt, dass ich ein E-Auto, ein Hybridfahrzeug habe und versuche so viel wie möglich elektrisch zu fahren. Das Problem bei mir, ich habe nur eine sehr kleine Solaranlage mit 5,5 kW Peak von Zenec. Das Spiel kennt ihr ja auf meinem Kanal, könnt ihr die Videos dazu anschauen. Problem bei dieser Solaranlage, diese ist eigentlich absolut ungeeignet, um ein PKW zu laden, denn die Leistung reicht nicht. Ihr kennt ja das Problem, ihr klatscht euch eine riesen Wallbox an die Wand. In der Regel wird euch von den Elektrikern eine saugroße Wallbox an die Wand gehämmert, am besten mit 16 Ampere. Wenn ihr Glück habt, ist diese noch auf 10 Ampere drosselbar. Was also bedeutet, so könnt ihr ja so schnell wie möglich euer Auto aufladen. Das Problem hierbei ist aber, dass eure Solaranlage in der Regel nicht so viel Leistung bringt, wie ihr zum Autoladen braucht. Was also bedeutet für euch das Dilemma? Ihr kauft ständig den Strom aus dem Netz zu und könnt nur einen kleinen Teil aus der Photovoltaik realisieren. Das ist der Ist-Zustand bei vielen hier in der Umgebung befindlichen Solaranlagen. Nur die wenigsten haben eine Solaranlage mit 10 oder 20 kW Peak auf dem Dach, die das dann auch leisten kann, so eine Wallbox zu speisen. Ich hatte euch ja schon hierzu Videos auch zu Ladeziegeln gemacht, die man drosseln kann, zum Beispiel auf 8 Ampere, 6 Ampere oder noch tiefer. Der Vorteil, wenn man so ein Ladeziegel verwendet, man kann das Auto schön langsam aufladen. Zum Beispiel, wenn ihr es zum Beispiel mit 6 Ampere aufladet, wie ich es zurzeit gerne mache, kann ich mein Auto schön über Nacht so vollladen, dass ich den nächsten Tag zum Beispiel an die Arbeit fahren kann und wieder zurück. Vorteil, ich belaste mein Netz nicht sehr stark und ich kann aus den Akkus laden. Das ist ja auch mein Ziel, was ich hier jetzt heute mit euch umsetzen möchte. Ich hatte ja schon mal ein Video zu einer Anlage gemacht, die ich zum Autoladen gebaut habe. Diese ist mir aber aktuell zu klein. Das heißt, ich möchte diese Anlage jetzt massiv aufrüsten. Das Video dazu findet ihr übrigens hier oben unter dem i, meine bestehende Anlage, und diese wird jetzt umgebaut. Der Umbau, ich habe es jetzt mal zusammengerechnet. Ich habe jetzt nochmal Material nachgekauft, hier in Form von 3 Li Time Akkus und dann dementsprechend auch noch mal 6,4 kW Peak Solarmodule von Maisan Solar. Hierzu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Dieses findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Ich schaue mal kurz, ich habe hier den Preis aufgeschrieben. Solarmodule sowie die Akkus sowie die Kabel. Hierfür habe ich jetzt noch mal knapp 6.900 Euro investiert. Leider war das die Investition schon letztes Jahr. Ich hätte bis dieses Jahr warten sollen, denn dieses Jahr bekommt ihr, wenn ihr zum Beispiel solche Akkus kauft oder die Solarmodule für den privaten Gebrauch, die Mehrwertsteuer zurück. Hier müsst ihr euch dann dementsprechend mal bei den Händlern informieren, wer das unterstützt. Hier dieser Akku, der Li-Time-Akku, den ich gekauft habe, wird aktuell für 1.500 bis 1.700 Euro im Netz bei Li-Time gehandelt. Wenn ich aktuelle Rabattcodes hierfür nochmal habe, schaut unten in die Videobeschreibung, da werde ich die euch nochmal mit reinhauen, so bekommt ihr diese nochmal etwas günstiger. Und vergesst bitte nicht, wenn ihr diese Akkus kauft, auch die Mehrwertsteuerbefreiung mit zu beantragen oder beim Hersteller anzufordern. Ich gehe in diesem Video nun überwiegend auf die Akkus ein, die ich hier verbauen werde. Ich habe mir 3 Stück von diesen Prachtteilen hier gekauft. Das sind Li-Time Akkus mit 48 Volt und 100 Ampere. Das heißt, die haben ein 100 Ampere BMS. Somit haben wir hier einen Akku, der, sagen wir mal, rund 5 kWh speichern kann. Wie viel Energie dieser Akku wirklich speichern kann, habe ich mal hier getestet. Hier mein kleines Video, was ich vor 3 Wochen aufgenommen habe. So, wir starten mit dem Entladetest. Wir haben hier den Li-Time Akku, 48 Volt, 100 Ampere Stunden. Hier unten ein einzelner Akku, da oben ist noch ein Akku, aber wir testen nur hier unten den Akku. Ihr seht, der Akku ist hier mit meinem Messgerät verbunden und hier oben mit einem Laderegler. Ich werde einfach die Energie von einem Akku in einen anderen Akku umschaufeln. Und so kann ich hier mit der App von Victron Energie messen, wie viel Energie ich aus dem Akku herausziehe. Ihr seht, die App ist zurückgesetzt. Wir haben hier keinen Verlauf, keine Energieentnahme. So können wir also die Messung starten. Ich schalte jetzt hier mal den Akku ein. Und wir schauen mal, wie viel Volt hier anliegen. Und wir sehen, hier liegen 51,2 Volt an. Wir können mal kurz in die Beschreibung schauen. In der Beschreibung steht alles über 50,6 Volt, ist 100% voll. Somit ist der Akku zu 100% aufgeladen. Die Spannung ist noch etwas höher, weil ich ihn gerade eben aufgeladen habe. So,
Ich starte jetzt das Energie-Umschaufeln, nenne ich es einfach mal. Nervige Warnung. Indem ich jetzt hier quasi die Verbindung starte. Und wir sehen, wir ziehen jetzt die Energie rüber. Wir entnehmen hier 358 Watt. Laden meinen anderen Akku mit 23,4 Volt. Und hier haben wir 50,5 Volt. Also der Akku ist voll. So, jetzt lassen wir das mal laufen. Mal schauen, wie viel Energie wir hier herausnehmen können. So, okay, der Akku ist entleert. Wir sehen, wir konnten hier 4,9 kWh aus dem Akku herausziehen. Und wie ihr gesehen habt, konnte ich aus diesem Akku 4900 Wattstunden entnehmen. Danach habe ich den Akku wieder sanft mit Solar aufgeladen und habe ca. 5400 bis 5500 Wattstunden in den Akku hineinladen müssen, bis er wieder voll geladen war. Wichtig, ich habe über mehrere Tage sehr sanft geladen, da ich die Solarmodule hier, die für den Akku hier geplant sind, noch nicht auf mein Dach gelegt habe. Eine Kleinigkeit, ein kleiner Spoiler zu den Solarmodulen. Diese werde ich komplett ausschließlich in die Nordseite installieren. Warum mache ich das? Weil ich einfach keinen anderen Platz mehr habe. Das heißt, ich werde mir eine komplette 6,4 kW Solaranlage nordseitig aufbauen, die ausschließlich nur einen Zweck hat, diese Akkus aufzuladen. Und diese Akkus haben ausschließlich nur einen Zweck, mein PKW aufzuladen. Was habe ich für einen PKW? Einen Mitsubishi Outlander PEV. Das heißt, wir haben ja ca. einen 13,75 kWh Akku, der eigentlich in der Regel nur 8 kWh rausrückt. Danach riegelt er ab und hält den Rest für die Fahrt vor, sodass dann alles weiter funktionieren kann. Das heißt, ich muss, um einmal mein Fahrzeug vollzuladen, ca. 8 kWh zur Verfügung stellen. Ich habe hier rund 15 kWh dann in meinem System und kann somit fast zweimal komplett aufladen. Wenn die Solaranlage noch mitarbeitet, kann ich dreimal aufladen. Die Wechselrichter, die Kabel und alles andere habe ich schon. Wie gesagt, es gibt noch mal ein Video dazu, wie ich dann das Rig baue, wie ich hier die Akkus verkable, wie ich die Laderegler anschließe, wie ich den Entladeprozess, den Wechselrichter anschließe, wie ich mein Auto lade und wie ich die Solarmodule aufbaue. Jetzt möchte ich mit euch mal ganz schnell in diesen Akku hineinschauen. Ich habe mich jetzt für diesen Akku entschieden aus verschiedenen Gründen. Erstmal die Bauform. Diese Bauform, die Rigbauform, gefällt mir sehr gut. So kann ich hier ein kleines Rig bauen, was ich mobil in meinem Haus hin und her bewegen kann. Das heißt, ich kann die Akkus vollladen und kann das auch als mobiles Notstromaggregat verwenden. Des Weiteren gefällt mir auch sehr gut an dem Akku die Verarbeitung. Besonders gut gefällt mir hier vorne dieser Hauptschalter. Mit diesem Hauptschalter kann ich die Akkus ein- und ausschalten. Wie ihr seht, ist das hier ein vernünftiger Hauptschalter. Ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht zu einem ähnlichen Akkusystem, was 1,8 kWh hatte. Und das hatte einen ganz furchtbaren Hauptschalter. Wenn ihr das Video dazu schauen wollt, schaut einfach hier oben unter dem i. Dort verlinke ich euch das Short-Video zu diesem Akku oder zu diesem Problem. Jetzt möchte ich auch mal ganz schnell mit euch hier in den Akku hineinschauen. Der Vorteil, wir können diesen Akku zerstörungsfrei öffnen und können einfach mal einen kleinen Blick hineinwerfen. So, hier seht ihr den Akku im geöffneten Zustand. Wie ihr seht, er hatte hier diesen Metalldeckel und hier diese Schutzabtrennung noch hier oben drin. Die habe ich jetzt auch mal rausgenommen. Wir sehen hier 15 quadratische Zellen. Jede Zelle hat 3,2 Volt Nennspannung. 15 mal 3,2 Volt kommen wir auf 48 Volt. Und das wäre unser 48 Volt Akku. Von der Verarbeitung her sieht das System wirklich hervorragend hochwertig aus. Wenn ich hier so reinschaue, ist es alles sehr gut verschraubt, sehr gut verkabelt, sehr gut verlegt. Wir haben hier unseren Balancing, unser Batteriebalancing verbaut. Und hier vorne seht ihr auch das BMS. Das ist alles hochwertig verkabelt. Hier sind die Kabel ordnungsgemäß verschraubt und hier dann dementsprechend auch nochmal verklebt. Wir sehen hier unseren Hauptschalter. Hier seht ihr auch, das ist ein ordentlicher Hauptschalter, nicht wie bei der Batterie, die ich damals repariert hatte. Und was auch auffällt, die Zellen hier haben auch dementsprechend noch die Bezeichnung aufgeklebt. Diese wurde auch nicht entfernt. Das heißt, hier könnt ihr sogar dann nach dem Kauf nachverfolgen, wo die Zellen herkommen und was genau für Zellen hier verbaut worden sind. Was haben wir eigentlich hier für eine Zellchemie? Im Großen und Ganzen selbstredend. Ich habe es euch ja schon in anderen Videos mitgeteilt. Ich möchte keine reinen Lithium-Ionen-Batterien mehr im Haus haben. Ich möchte Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien haben, auch wenn jetzt viele wieder drunter schreiben, ja, das sind ja auch Lithium-Ionen-Batterien. Ja, aber hier geht es mir um die Brandsicherheit hauptsächlich. Ich hatte ja schon mal einen Test dazu gemacht. Diesen findet ihr auch, wenn ihr oben auf das i klickt.
und da seht ihr den Unterschied zu Lithium-Ionen oder von Lithium-Ionen zu Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Deswegen bin ich jetzt der Fan von diesen Batterien. Dieses sind Stand 2023 meiner Meinung nach die Technologie, die man einbauen sollte, wenn man Batteriespeicher im Haus einbauen sollte. Das heißt nicht, dass ihr diese Batteriespeicher dann überall im Haus einbaut. Ich zum Beispiel verbaue diesen Batteriespeicher in einem gemauerten oder betonierten Keller. Das heißt, dieser Keller ist auch relativ brandsicher, hat eine dementsprechende Belüftung und Entlüftung, dementsprechend ausgerüstet mit Brandschutzanlagen und dementsprechend natürlich auch Brandmeldeanlagen. So sollte man das einbauen, nicht wie ich es hier in manchen Häusern in dem Umkreis von 40 Kilometern leider schon gesehen habe, dass diverse Batteriespeicher, sogar Lithium-Ionen-Batteriespeicher einfach auf dem Dachboden installiert werden, auf einem alten Dachboden, komplett voller Spinnenweben, überall Holz und so. Das ist keine gute Idee. Ihr solltet immer darauf achten, wenn ihr sowas verbaut, dass ihr das dementsprechend in einem relativ sicheren Raum verbaut. So werde ich das auch machen. Was haben die Batterie oder was gibt der Hersteller hier bei der Batterie für Lebenszyklen oder Lebensdauer an? Wie gesagt, der Hersteller hier gibt 5 Jahre Garantie auf die Batterie. Das ist schon mal recht ordentlich. Dann gibt der Hersteller an, dass diese Batterie 4.000 bis 15.000 Zyklen aushalten kann bei 80%. Das heißt, nach diesen Zyklen hat die Batterie 80% Leistung. Das heißt, sie ist nicht kaputt. Ihr könnt sie weiternehmen, könnt dann aber dementsprechend nicht mehr die rund 5 kWh oder 4.800 Wattstunden hier rausziehen. Es ist dann halt nur noch 80%, sagen wir irgendwas um die 4.000 Wattstunden. Was bedeutet das für mich? Ich benutze diese Batterien ja ausschließlich dann zum Laden meines PKWs. Mein PKW, wie gesagt, lädt nur 8 kWh. Ich werde 15 kWh erstmal zur Verfügung stellen. Das heißt, ich werde die Batterien nur zur Hälfte entladen, wenn ich einen Zyklus fahre und das im Schnitt 3 bis 6 Mal die Woche, komme also sozusagen auf 6, sag mal einfach mal 7 halbe Zyklen in der Woche, sag mal einfach mal rund 4 Zyklen die Woche, das ist schon sehr hoch gegriffen und so könnt ihr euch dann ausrechnen, wie lange das im besten Fall bei mir halten dürfte, das dürfte somit quasi ewig halten. So, ich möchte euch nicht zu sehr mit dem Video hier aufhalten. Wie gesagt, das war der erste Teil meiner Serie. Es werden viele weitere Videos folgen. Wenn ihr Fragen zu dem Akkus habt oder zu dem System, was ich aufbaue, schreibt sie unten in die Kommentare. So kann ich das dann immer in die nächsten Videos mit einbauen und dann dementsprechend euch auf diese Fragen antworten. Wenn ihr euch für diesen Akkutyp hier interessiert oder für andere Akkus von LE-Time, schaut unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch die Bezugsquellen zu diesem Akku. Wichtig, dieser Akkus werden schnell geliefert, die werden nicht erst durch den Zoll geschickt. Das heißt, ihr bekommt sie hier aus einem deutschen Lager und habt auch hier dementsprechend in Deutschland einen Ansprechpartner bei Garantieproblemen. Habe ich einen dementsprechenden Couponcode? Hier gibt es ja immer mal Coupons oder dementsprechende Aktionen. Werde ich diese euch auch nochmal unten mit reinpacken. Diese könnt ihr beim Kauf dann dementsprechend mit eingeben und die Batterien günstiger erwerben. So, das war es erstmal zu diesem Video. Ihr könnt mir ja Feedback, wie gesagt, nochmal zu dem Video in die Kommentare schreiben. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr weitere meiner Videos schauen, abonniert natürlich hier meinen Kanal und vergesst natürlich nicht, die Glocke neben dem Abo-Symbol zu klicken. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.